sind jetzt drin. Hallo, und gimana man Sultan, den Sultan verlascht. Ja. Und was haben wir zahlt? 36.000 Rupien. Ja. Circa 2,60 Dollar australische Dollar, vielleicht 1,70 Euro oder so. Also das war schon mal lustig, für uns Westliche lustig. Also wir haben jetzt vorhin erfahren, so mitgehört bei der Führung, also der Sultan hat 4 Frauen und 25 Kinder und mit seinem Vater zusammen haben sie insgesamt 45. Und jetzt haben wir gerade kurz geredet, jetzt hat er gerade gefragt, Ramona, ob sie meine Frau ist. Ich habe gesagt, ja. Und dann gesagt, ob sie die Erste sei oder ob sie die Einzige ist. Gesagt, ja, bis jetzt schon. Schauen wir mal, was noch kommt. Also uns ist jetzt gerade ein Guide zugelaufen. Jetzt gehen wir gerade zusammen und er erklärt uns alles. Und was auch interessant, hier war ja mal ein Vulkanausbruch. Das war 1875. Und da war hier alles jahrelang unter Wasser. Und ja. Es fängt an zu regnen. Und jetzt fängt es an zu regnen. Also das waren mal Konkubine, ja. Ja, also es waren verschiedene Pools. Zwar eine ist für den Sultan alleine, die andere war für seine Konkubinen und dann für seine Frauen und Kinder, glaube ich, noch. Wo er dann immer Wellness gemacht hat, quasi. Hier kommt jetzt der Raum, in dem der Sultan dann Liebe gemacht hat nach dem Baden. Hier. Happy Sultan. Wir sind jetzt am Borobudur-Tempel, ja. Wo ich mich ehrlich gesagt schon lang drauf gefreut habe. Also es ist der weltbekannte und wahrscheinlich größte buddhistische Tempel der Welt. Every single moment.